So, hallo. Das ist immer bei einem angespielt, angezockt, reingeschaut, wie auch immer man es nennen will. Und zwar heißt das Spiel Genji Impact. Das gibt's kostenlos auf der PlayStation 4, auf dem PC, auf iOS und auf Android, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, auf jeden Fall auch fürs Mobile. Und ja, es gibt Mikrotransaktionen, die aber nicht unbedingt notwendig sind. Und ja, das wird gehypt und ich will es mir einfach mal angucken. Der Stil ist ja schon meins, ne? Wir gucken rein. So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. Okay, jetzt sind wir schon bei einer Entscheidung. Wähle einen der Geschwister. Eigentlich bin ich ja grundsätzlich eher immer für den weiblichen Charakter. Aber der männliche Charakter sieht irgendwie besser aus. Nee, ich bleib meinen Prinzipien treu. Gib einen Namen ein. Just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Okay. Sonst willst du nichts sagen. Okay, auf jeden Fall, Grafik, Stil gefällt mir. Ich hoffe, beim Gameplay ist es auch so. Es erinnert mich so ein bisschen an Tales-Geschichten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. We should head off. Let's get going. Okay. Ja, sieht toll aus. Gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Oh Mann. Okay. R1. Springen. Spuren eines Wanderers. Ah, okay. Viereck. Zack.
Okay, wie gesagt, es gibt Mikrotransaktionen hier in diesem Spiel. Wie gesagt. Und ja, ich habe aber gelesen, dass es wirklich nur Lootboxen sein sollen und es wirklich eine geringe Chance ist, nur einen guten Gegenstand zu bekommen. Deswegen würde ich eher mal tendieren darauf, dass sich das nicht rentiert, hier Geld auszugeben und man sich das lieber hier mit Quests und mit Dungeons zu verdienen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall besser, wie dass man da sein hart verdientes Geld ausgibt. Ja, und wie gesagt, das Spiel an sich ist kostenlos. Und das hat mich schon ein bisschen gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es halt kostenlos ist. Ich meine, wenn mir es nicht gefällt, dann mache ich es aus und schmeiße es von meiner Festplatte. Aber verdammt, es sieht so aus, als würde es mir gefallen. Scheiße. Es wurde ja ein bisschen mit Breath of the Wild verglichen, was ich jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Blick nicht verstehen kann, nur weil hier eine offene Welt ist. Ist für mich nicht gleich Zelda. Also. Kann man die Seesterne auch nehmen? Nass. Oh ja, toll. Okay, na gut, gehen wir mal. Oh. Bleib. Angreifen. Okay. Greifen wir an. Na komm. Okay. Öffne das Kartenfenster, wähle einen Teleportationspunkt, den du schon freigeschalten hast, um dich an die jeweilige Stelle zu teleportieren. Okay, da haben wir ja noch nichts. Aber wollte sie mir nicht irgendwas sagen? Okay, Karte. Und wie macht man die Karte auf? Aha. Ah ja, okay. Vergrößern. Nee, verkleinern. Okay, man sieht eigentlich noch nichts. Na gut. Ach, ich will eigentlich hier lang, ne? Aber hier wird nichts großartig sein. Aber so der Style, das ist schon wirklich meins, ne? Das gefällt mir total. Und für ein kostenloses Spiel, also es sieht wirklich sehr schön auf den ersten Blick aus, ne? Also, sie ist nass und sie trieft und, ja. Es ist schon ganz schön, die Details. Muss ich sagen. Depleted stamina takes time to recover. Okay, let's take the route we planned. We're off to a Statue of the Seven. Which of the seven are you looking for exactly?
Okay, hier gibt es anscheinend auch sehr viel Zeug einzusammeln. Ja, gut. Man kann Pilze sammeln, man kann Äpfel sammeln. Ja, das ist halt schon... Ja, das sieht halt schon ein bisschen so nach Zelda aus. Ja, aber das, mein Gott, wie viele Spiele gibt es, in denen man so Zeug einsammeln kann? Ja, also von daher, gut, da rennen auch Echsen rum und so. Es ist schon ein bisschen ähnlich. Von der Welt, würde ich sagen. So auf den ersten Blick, aber naja, gut. Das soll uns nicht stören. Wenn es gut gemacht... Oh, eine Kiste. Wenn es gut gemacht ist und es Spaß macht, ist mir das eigentlich wurscht. Rohes Fleisch. Okay. Okay. There are a few of these statues scattered across the land to show the Seven's protection over the world. Among the Seven gods, this god controls the wind. Paimon's not sure whether the god you're looking for is the animal god, but Paimon will take you to the animal god's place first, and there's a reason why. Der Fremde, der den Wind fing. As we all know, poetry and language flow like the wind. There'll definitely be someone there who knows about your brother. At least that's what Paimon thinks. Whether the gods actually answer you is a different story. You never know unless you try. So let's hop to it. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man hier alles, wirklich alles einsammelt. Schwimmen also, ja. Mhm. Okay, geht auch schneller. Okay, und schon haben wir einen Teil aufgedeckt. Gut. Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue and you got the power of animal. As much as they may want it, people in this world can never get a hold of powers as easily as you. Hm. Okay, diese Fähigkeit habe ich sicher, weil... Das Ganze ist ziemlich seltsam. Aha, it's because you're not from this world to begin with. Wenn du das sagst. If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. Mondstadt is the city of wind because they worship the god of animal. So perhaps because you got power from the god of animal, you can find some clues there. There are also lots of bards there, so perhaps one of them has heard news of your brother. Let's move then. The elements in this world responded to your prayers, and Paimon thinks that's a lovely sign. Okay.
brenne. Ich brenne. Erstmal abkühlen. Okay. Die respawnen immer, oder? Hä? Oh, ich brenne ja schon wieder. Wo ist eigentlich mein... Ah, da unten ist mein... Okay, wieso kommen die immer wieder? Das finde ich doof. Die könnten ja erst nach einer Zeit respawnen. Na gut. Schwimmen wir mal darüber. Was? Hä? Das kapiere ich nicht. Warum? Ach so, das ist ein Tutorial hier oder was? Oder wie? Statue of the Seven. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Wo bist du denn, kleine Fee? Na gut. Können wir tauchen? Was war das? Öffne was? Ah ja, okay. Okay. Na, das ist ja ein großes... Inventar hier. Okay. Wunder der Welt. Oha. Das sind also alle Errungenschaften. Okay. Was haben wir noch? Ankündigung, Nachrichten. Belohnung. Die nehme ich, die Belohnung. Einsammeln. Her damit! Was haben wir noch? Besonderer Windgleiter. Okay. Nehme ich auch. Ach, ich habe schon alles jetzt eingesammelt oder was? Okay. Okay. Sehr schön. Und hier nochmal schauen. Ach, da muss man auch nochmal extra drücken. Okay. Ich verstehe. Okay. Okay, also das Menü sollte man sich vielleicht doch nochmal extra reinziehen. Sich nochmal in Ruhe durchlesen, weil da ist schon ziemlich viel. Stufe Figuren im Figurenmenü hoch. Okay. Und Hochstufen. X. Stufe 5. Okay. Genau was? Okay. Na ja, gut. Stufe 8. Lass ich jetzt erstmal, ne? Was haben wir denn da? Daten.
Schon irgendwas freigespielt? Waffe. Okay. Die ist auf jeden Fall besser, ne? Rüste ich die mal aus. Attribute, das war das. Was haben wir? Artefakte. Okay. Was die allerdings bedeuten? Blume des Lebens. Achso, ich habe keine Artefakte. Sternbild. Okay. Sphärobrett vielleicht? Ich weiß nicht. Hochstufen. Machen wir einfach mal. Material unzureichend. Okay. Geht nicht. Na gut. Zuckerblume. Da hinten geht doch was. Oh, Kiste. Was war das zum Geier? Uha. Ja. It's heading towards the heart of the forest. We must proceed with caution. Okay, ist das ein Gegner? Ja. Ja. Okay, Elementarenergie wird aufgenommen. Kenntnisse für den Kampf. Sammle die Elementarkristalle und Elementarteilchen ein, die deine Elementarenergie wieder auffüllen. Diese Kristalle und Teilchen entstehen, indem du Elementarschaden verursachst und Gegner besiegst. Okay. Kann ich auch springen? Ja. Okay, die Währung heißt hier anscheinend Mora. Gehe tief in den Wald. Na gut. Dann gehen wir mal tief in den Wald. Be afraid. It's all right now. I'm back. Is he talking to a dragon? Who's there? Close. Paimon almost got blown away. Luckily,
Actually, Paimon managed to grab hold of your hair. Thanks. Nur gut, dass meine Haare noch sitzen. Wenigstens hat es der Drache nicht auf uns abgesehen. Just what was that? Paimon thought we were gonna get eaten. It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon. Ist es normal, mit Drachen zu reden? Of course not. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. Let's go take a closer look. Wie du meinst. Be careful. Paimon doesn't have a good feeling about this. Da hat doch gerade eben noch irgendwas geleuchtet. Das wollte ich eigentlich noch einsammeln. Damit. Na, dann halt nicht. Dann halt nicht. Paimon's never seen a stone like this before, so Paimon can't tell what it is. All Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let's get out of here. Geh weiter bis nach Mondstadt. Okay, gut. Wir sehen auch auf der Minimap, wo es blinkt. Wir sollten jetzt erstmal auf jeden Fall der Story folgen, weil es scheint hier schon sehr groß alles zu sein. Hey, you! Stop right there! May the Animo God protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Wir sind Freunde. I mean, we've only been traveling partners for 2 months, but we've already become the very best of friends. So to sum it up, you're traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Du scheinst uns nicht sonderlich zu vertrauen. So sollte man nicht gerade mit seinen Gästen sprechen. Das obere passt eher. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. That sounded so fake! Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Leave it to me! Okay, zu Amber wechseln. Naja. Okay. Okay. Suspicious travelers. What are you doing in Mondstadt? She got separated from her brother during a really, really long journey. Paimon is her travel buddy, helping her to find her brother. Oh, looking for your family? Huh. Okay, let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? It's simple. You'll understand in a bit. Okay, wir können also jetzt wählen. Entweder meine Figur oder
Amber. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Amber gefällt mir besser. Ich finde, das Einsammeln ist ein bisschen so träge. Das müsste ein bisschen schneller gehen. So zack, zack, ab ins Inventar. Aber ich will ja nicht meckern. Das Spiel ist für umsonst. Ach ja, ich könnte hier nur stundenlang rumlaufen. Ich sehe es schon wieder. Was ist denn hier? Kann man hier auch Erz abbauen? Es sieht ja noch aus, ne? Krass. Okay, aber wahrscheinlich nicht mit Amber. Da brauchen wir bestimmt jemand, der Erdfähigkeiten hat. Amber, gehe ich mal schwer davon aus. Feuer? Lynn. Hallöchen. Deine Kochkünste können über Leben und Tod entscheiden. Wenn du dich in der Wildnis herumtreibst, vergiss das nie. Wer bist du? Ich bin die Überlebensexpertin der Abenteuergilde. Ich bin gerade dabei, die Herausforderung des Überlebens in der Wildnis zu bestehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal in Mondstadt war. Du musst nur deinen Körper gut in Form halten, seine Stärke, den Wasserhaushalt, die Temperatur und so weiter. Dann kann dir in der Wildnis eigentlich nichts passieren. Blablabla. Es kann zuweilen auch etwas langweilig werden, weshalb die kleine Unterhaltung mit dir eine nette Abwechslung ist. Was gibt es über das Zubereiten von Gerichten zu wissen? Nahrung ist der Schlüssel zum Überleben. Sie ist das Allerwichtigste überhaupt. Wenn dir auf deinem Weg ein Topf begegnet, solltest du überlegen, was du Leckeres zubereiten möchtest. Mit diesen Gerichten kannst du nicht nur wieder fit werden, sondern manchmal sogar unerwartete Effekte erzielen. Natürlich kommt das ganz auf deine Kochkünste an. Zu diesem Zweck solltest du dir möglichst viele Rezepte merken. Na gut, dann zeig mir mal was. Na gut, kann nichts machen. Außer das erste. Machen wir einfach mal. Ach so, da soll man jetzt noch auswählen, wer kochen soll. Ja gut, dann soll das Amber machen. Wow. Gut. Nein, ich wollte eigentlich den Apfel nehmen. Danke. Oh. Jumping Jump. Okay, hat sie eigentlich unendlich Pfeile? Besonders stark ist die aber auch nicht, ne? These monsters have been getting too close to the city recently. My task.
time is to clear out their camp. Schwachpunkte angreifen. Mit gezielten Schüssen kannst du die Schwachstellen von Gegnern ganz genau treffen. Die Schwachstellen der meisten humanoiden Gegner befindet sich am Kopf. Pyro-Effekte. Pyro-Angriffe können Wesen der Pyrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. Okay. Na gut. Sammeln wir doch erstmal ein bisschen Früchte hier ein. Waffe. So, kann man die hochstufen? Verstärken. Jetzt ist halt die Frage, soll ich die jetzt schon verstärken? Ich meine, das wird ja nicht die einzige sein, die mir auf dem Weg begegnet. Okay, kann ich eh nicht verstärken, so wie es aussieht. Nee, da geht nichts, ne? Oder muss ich das selber einsetzen? Nee. Na gut, geht anscheinend nicht. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Kommt ihr her? Nothing to it. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Locker flockig. Ja, doch locker flockig. Now that you mention it, how is it the Hillytrolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Ha!
bist du denn? Aha, explodiert und so. Na gut. Artefakte. Okay. Was kann ich jetzt damit tun? Plus null. Ja, toll. Aha. Verstärken? Geht das? Nö. Ah, kann ich anlegen, ne? So. Und jetzt? Nix. Ist das irgendwie ersichtlich, das Artefakt? Nee, ne? Schade. Okay, Elementarfähigkeit. Eine Elementarfähigkeit verursacht. Einige Elementarfähigkeiten verursachen beim normalen Anwenden und beim Gedrückthalten verschiedene Effekte. Das war's schon? Okay. Okay, wo ist mein Ziel? Da drüben. Okay, da blinkt's aber noch. Ich nehme noch mit. Ein Kiefernzapfen. Oh, da hinten ist aber noch eine Kiste. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach so. Oh, Stufe 7. Tschüss. Kann ich auch abhauen von denen? Ja, okay. Stufe 7 ist mir noch zu heiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das nehmen wir nicht. Stufe 7. Nix gut. Okay, hier war doch noch irgendwo so ein Eingang. Wo war der denn? Hallo Bäre, ich will dich. Muss jetzt echt da hochklettern. Na ja, gut, dann klettern wir halt. Das hatte ich gemeint. Hui! Ich hänge. Okay, was ist das hier? Ist das ein Dungeon? Tempel des Falken. Gucken wir einfach mal. Ich kann ja hoffentlich jederzeit wieder raus. Erkundung, windige Klippe. Truppenstufe 20 empfohlen. Okay, verlassen. Tschüss. Das ist keine gute Idee. Na gut, wir folgen jetzt wieder unserem Pfad hier. Wir sollten schon noch in die Stadt kommen. Hey, was bist denn du für einer? Bleib stehen. Können wir die abschießen? No, we just happened to be passing by. What are you cooking? Ach, bei der war ich doch schon. Habe ich das schon gemacht? Okay, die Früchte nehme ich noch mit. Eine kleine Abzweigung. Didi.
Timmy! Was soll das? Du verscheuchst ja alle Tauben. Was soll ich denn machen? Man hat immer die Wahl. Mama sagt, dass man andere Geschöpfe mit Vorsicht behandeln soll. Dann haben auch kleine Tiere keine Angst vor einem. Warum sollten die Tauben dich sonst fürchten? Naja, ist gut, kleiner Besserwisser. Okay, wir gehen erstmal außen rum, bevor wir reingehen. Was ist das hier? Kann man nicht einsammeln. Sage! Hallo? Hey, Kleiner. Oh, hast du den Löwenzahn... Hast du vom Löwenzahnmeer gehört? Das Löwenzahnmeer, sagst du? Ja, es gibt dieses Buch, das ich gelesen habe, und darin steht, dass es irgendwo in Mondstadt ein großes Meer von Löwenzahn gibt. Es gibt sogar kleine sprechende Füchse da. Kleine sprechende Füchse? Ja, ich will wissen, wie es ist, mit Tieren zu reden. Aber ich habe nur gesehen, wie ein Mann in grüner Kleidung und weißen Socken mit Tieren gesprochen hat. Ich bin ihm zufällig begegnet. Ich habe Mama erzählt, wie toll er war, aber der Mann hat gesagt, dass ich mich geirrt habe. Okay, den haben wir auch schon gesehen. Come on, where is it? Okay. Forget it. Parsley. So kann es nicht weitergehen. Dieses Löwenzahnmeer ist wahrscheinlich gar nicht zu finden. Es ist ein Märchen, eine Fantasie. Aber soll ich es ihm sagen oder nicht? Das mag so sein, aber Menschen können ihre Fantasien nie beiseite lassen. Nur wenn wir träumen, können wir hoffen. Und mit Hoffnung kommen Gelegenheiten. Du hast den verschneiten Tag in Snetsnaya sicher schon vergessen, als du meine Wildschweinprinzessin warst und ich dein Wolfswelpe... oh, Parsley. So wie wir einmal geträumt haben. Nach Celestia aufzusteigen. Nein, auch jetzt. Richtig, lass den kleinen Sage die Fantasien seiner Jugend genießen, selbst wenn es nur für einen weiteren Moment ist. Ich bin gerührt. Wunderbar. So, gehen wir mal in die Stadt, würde ich sagen. Können wir das hier vernichten? Nein, schade. Hallöle, Ritter. Ritter? Ich gehe jetzt einfach mal an euch vorbei. Introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Hoffentlich weiß sie etwas über den Gott des Windes. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Hey! Why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. Okay, das Auftragsmenü. Der Fremde, der den Wind fing.
Stadt der Freiheit. Geheimnis des Kochens. Okay. Okay. Das muss ich dann wohl doch nochmal machen. Okay, bevor wir uns jetzt hier erstmal umschauen. Nee, ich mache das anders. Ich mache einen Cut. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich das jetzt gespielt habe. Deswegen werde ich es einfach beim Spielen aufzeichnen. Ich werde es nicht regelmäßig wahrscheinlich hochladen, aber ich werde es einfach immer mal wieder einen Teil hochladen, weil ich finde es total schön. Und ich denke, das braucht viel Zeit, auch für die Geschichte. Und ich habe es jetzt angefangen und irgendwie hat es mich schon ein bisschen gecatcht. Ja, mir gefällt das. Also, dann bis zum nächsten Part von Genji Impact. Ja, so hieß das Spiel. Und wie gesagt, es wird nicht regelmäßig hochgeladen. Und deswegen wartet einfach auf den nächsten Teil. Bis dahin, bye bye.